Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Steinböcke, bei mir, bei eurer Crazy Owl, zu eurer Monatslegung für Juni 2024. Für alle, die den Steinbock als Standzeichen im Mond, Venus oder Aszendent haben. So, wir haben heute eine Stellvertreter-Wilma am Start, denn die Original-Wilma befindet sich noch aufgrund der beginnenden Marktsaison in unserer Truhe vom Markt. Deswegen hat sie genehmigt, dass ich eine Stellvertreterin ausnahmsweise mal für sie benenne. Und somit ist heute die schwarze Wilma mit am Start. So, wie immer, wir haben eine allgemeine Legung. Rollen können vertauscht sein. Diese Legung ist zeitlos. Und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, dann mach's auch nicht zu deiner Legung. Wir haben heute das Krafttier-Orakel, das Vice-Versa-Tarot, Erat Aliquando, das Gilded Reverie Lenormand und natürlich die Faol-Runen für euch am Start, liebe Steinböcke. So, und schon gucken wir mal, welches Krafttier euch im Juni begleitet. So, was haben wir denn da? Welches Krafttier begleitet die Steinböcke im Juni? Da haben wir es schon. Und wir haben den Bär. Schutz, Geborgenheit. Nimm dir Zeit, entspanne dich und tanke auf. Das Leben bringt dir, was du brauchst. Also, ein bisschen Chill-Out-Modus scheint für euch angesagt, liebe Steinböcke. Ihr dürft euch Schutz und Geborgenheit verschaffen und euch Zeit für euch nehmen. Schauen wir mal, was hier so im Feld ist. Was war, was ist? In welcher Energie starten denn die Steinböcke in den Juni? Was war, was ist? In welcher Energie starten die Steinböcke in den Juni? Okay, wir haben den Gehängten von der Rückseite und den Ritter der Stäbe von der Rückseite. Gut, also der Gehängte, große Arcana-Karte. Mit dem Gehängten gab es eine Zeit, in welcher ihr bewegungsunfähig wart. Der Gehängte steht eben immer für so eine Bewegungsunfähigkeit, so eine Warteposition, ein Ausharren. Allerdings bringt der Gehängte auch einen Perspektivwechsel mit sich. Und so kann es sein, dass ihr vielleicht gerade in Kombination mit dem Bären in einer gewissen Situation das Gefühl hattet, ihr habt, das überwältigt euch, das ist zu viel. Ja, und wir sehen hier aber, dass hier Menschen kommen, die diesem Gehängten vermutlich helfen werden, sich aus seiner bewegungsunfähigen Position zu befreien. Und diese Erkenntnis, dass hier Menschen an eurer Seite sind, die euch unterstützen, die euch helfen, die euch vielleicht auch den nötigen Perspektivwechsel übermitteln, ja, das lässt euch mit dem Ritter der Stäbe von der Rückseite so ein bisschen wie Phönix aus der Asche erstehen. Und so dürft ihr, na, gerade in Kombination mit der Krafttierkarte, ist es vielleicht wirklich so, dass ihr merkt, hey, ich bin gar nicht allein auf weiter Flur, sondern hier sind Menschen an meiner Seite oder glückliche Fügungen durch die Schöpfung, die mir verhelfen, meine Situation zu wandeln, eine neue Perspektive einzunehmen und somit wie Phönix aus der Asche zu erstehen. Und wir sehen von der Rückseite die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche ist ja, von der Vorderseite wäre es diese Energie, das ist die Karte der Vision und der Illusion. Und wir sehen hier, dass ihr mit dieser unerwarteten Hilfe, die euch hier zuteil wird, ja, die euch wie Phönix aus der Asche erstehen lässt, dass euch hier einige Glaubenssätze, dass sich hier einige Glaubenssätze wandeln können. Das ist Annahmen, die sich verändern, wo ihr vielleicht früher eher so getrieben wart und gedacht habt, ihr müsst immer alles selbst tun und ihr müsst hier und da und ohne euch geht gar nichts, ne, und alles muss man alleine machen, dass sich diese Glaubenssätze so wandeln. Und natürlich bringt die 7 der Kelche auch so ein bisschen erstmal eine Verwirrung ins Feld, ja, wie das halt so ist, wenn sich die Perspektive wandelt und man einen neuen Blick auf die Angelegenheit wirft,
dann kann das erstmal ein bisschen Verwirrung mit sich bringen, bis sich das Ganze wieder setzt. So, gucken wir mal, was hier Erat Aliquando ergänzt. Für euch, liebe Steinböcke. Was haben wir denn da? Was ergänzt hier Erat Aliquando? Da haben wir 2, 4, haben wir schon alle. Okay, wir haben die uralte Eibe, wir haben die Geduld, wir haben Tischlein deck dich, wir haben alte Pfade, neue Wege, den Baum der Welten und wir haben das Glühwürmchen. Gut, dann schauen wir gleich noch, was das Lenormand ergänzt. Und dann gehen wir in die Deutung. So, was ergänzt das Lenormand? Ha, das Kreuz und die Dame. Ihr wisst, wenn die Dame fällt, seid ihr als meine Zuschauer damit gemeint. Euer Gegenüber oder ein euch wichtiger Mensch wäre der Herr, aber auch hier Rollen können vertauscht sein. Also, ich glaube schon, ihr hattet das Gefühl, wo ihr eine Phase hattet, alles allein tun zu müssen, bewegungsunfähig zu sein, weil euch das Leben und die Aufgaben vielleicht sehr, sehr eingenommen hat. Ja, und wir sehen jetzt hier aber mit der uralten Eibe und dem Glühwürmchen, dass hier ein Silberstreif am Horizont auftaucht. Ja, die uralte Eibe sagt immer eine Portaldurchschreitung und das Glühwürmchen mit dem Sommer bringt uns so Funkelmomente, wo etwas aufblitzt, etwas Schönes wie ein Mitsommernachtstraum. Und für mich ist diese Kartenkombination, hier blinkt ein Silberstreif am Horizont auf, ja, wo ihr wirklich merkt, hey, es geht auch anders, ja, hier findet ein Perspektivwechsel statt, vielleicht auch durch gute Freunde, treue Wegbegleiter, die ihr an eurer Seite habt, die hier mit dem Ritter der Stäbe von der Rückseite euch wirklich wie der Phönix aus der Asche erstehen lassen, weil ihr einfach einen neuen Blick auf die Dinge werfen könnt. Und ihr erkennt, dass dieses Ausharren, diese belastenden Zeiten aus der Vergangenheit, wo ihr dachtet, vielleicht ich bin hier Einzelkämpfer, ich muss hier alles alleine tun, dass diese Geduld jetzt auch belohnt wird. Denn mit dem Baum der Welten erkennt ihr, dass sich hier Welten verbinden. Ja, und der Spruch für mich zu dieser Karte Baum der Welten ist immer, jenseits von richtig oder falsch gibt es einen Ort, dort werden wir uns begegnen. Und wir merken, dass ihr jetzt eben, ne, die Geduld liegt hier direkt neben der uralten Eibe, also dass ihr hier jetzt erkennt, ja, dieser Silberstreif am Horizont, da habe ich lange drauf gewartet und jetzt ist wohl die Zeit, wo sich hier die Welten verbinden. Hier steht auch drauf, Odin passt auf, also ihr seid hier auch unter einer göttlichen Führung, das sagt ja auch der Bär, das Leben bringt dir, was du brauchst, wie vielleicht treue Wegbegleiter, die dir hier helfen. Ja, also das sieht nach einer schönen Wendeenergie für dich aus, lieber Steinbock, die du gut gebrauchen kannst. Und wir merken hier, zentrale Energie, worauf du dich jetzt gerade hineinbewegst, ist, dass du hier alte Pfade verlässt und neue Wege beschreitest in ein Leben mit dem Tischlein deck dich, wo dein Gabentisch reich gedeckt ist, wo du die Fülle genießen kannst, wo du eben wie der Bär auch dir Zeit nehmen kannst, dich auch mal entspannen kannst, auftanken kannst und die Fülle genießen kannst, um dann eben auch vielleicht, 7 der Kelche, verdeckte Energie, eine neue Vision dessen zu entwickeln, wie du in Zukunft weitermachen möchtest mit dem, was du alles zu tun hast oder wofür du dich verantwortlich fühlst. Deine Energie vom Lenormand ist, Belastungen liegen hinter dir. Wir sehen das Kreuz im Rücken der Dame und wir sehen die Dame mit dem geöffneten Herzchakra, welche eben mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft blickt, welche auch freudig erwartend aus diesem Fenster blickt und da schwingt für mich immer so die Energie mit, komme was wolle, ich will was da kommt, ich lasse diese Belastungen hinter mir, ja, die jetzt vielleicht längere Zeit bei dir im Feld waren, aufgrund dessen, dass du in einer gewissen Angelegenheit bewegungsunfähig warst oder dich gefühlt hast, als ob du
allein auf weiter Flur mit allem bist, ja, hier wandelt sich etwas. Und wir sehen, dass du eine neue Erkenntnis, was die Realität angeht, für dich hast. Denn die Schwanzspitze des Fuchses zeigt zur Realität. Dort liegt die Weisheit. Du machst hier eine Überprüfung der Realität. Auch vielleicht die Überprüfung des Glaubenssatzes. Ich muss hier immer alles alleine tun oder ich hänge hier alleine über Kopf auf weiter Flur. Ja, das sind Glaubenssätze, die du hier gerade überarbeiten kannst und darfst, lieber Steinbock. So. Was kommt denn jetzt auf die Steinböcke zu? Das ging schnell. Im Juni. Wir haben die Königin der Münzen und die 10 der Kelche von der Rückseite. Also, Königin der Münzen ist klassische Erdenergie, ne? Könnte klassisch dich repräsentieren. Die Königin der Münzen ist die wohlwollende, fürsorgliche, warmherzige Königin. Es ist das Wasser der Erde. Das heißt, du hast fruchtbares Land um dich herum. Du hast Fruchtbarkeit, Fülle, Herzenswärme um dich herum. Und wir sehen die 10 der Kelche von der Rückseite. Das ist für mich, schwingt da jetzt, ne? 10 der Kelche von der Vorderseite wäre diese Energie. Die 10 der Kelche ist die absolute emotionale Erfüllung. Aber wir sehen, die ist so ein bisschen von der Rückseite. Und so bist du vielleicht im Juni tendenziell wirklich so ein bisschen mit dem Bären in so einer leicht zurückgezogenen Energie, wo du einfach deine Fülle vielleicht auch in einer gewissen Abgeschiedenheit für dich genießen magst, in aller Ruhe, um hier wieder zu Kräften zu kommen. Ja, denn wir sehen schon verdeckte Energie, die 9 der Stäbe. Also du hast hier schon in der letzten Zeit einige Kämpfe und Schlachten geschlagen. Du hast ein paar Dellen in der Rüstung. Ja, und du musst hier jetzt erstmal wieder auftanken und dich entspannen und dir Zeit nehmen, um dann kraftvoll weiterzugehen. So, schauen wir mal, was hier das Erat Aliquando noch ergänzt. Was kommt hier auf die Steinböcke im Juni zu? Da kommst du als die Dame. So, was haben wir noch? Dann haben wir das Spieglein, Spieglein. Ja. So. 2 bis 3 würde ich noch nehmen. Und dann haben wir schon. Der Bergkristall und das Durcheinander. So. Schauen wir gleich noch, was das Lenormand ergänzt. Und dann gehe ich wieder in die Deutung für euch. Was ergänzt das Lenormand? Da haben wir es schon. Den Sarg und den Brief. Okay. Also, du selbst bist im Juni vielleicht wirklich noch ein bisschen durch die Geschichten der Vergangenheit. Also ich habe das Gefühl, du warst hier irgendwie von einem Projekt total eingenommen oder vielleicht auch gesundheitliche Themen, die dich bewegungsunfähig gemacht haben. Ja, wir sehen dich hier. Du bist hier im Juni noch ein bisschen mit dir selbst befasst. Du spiegelst auf das Durcheinander. Du hast eine turbulente Zeit hinter dir und du beobachtest jetzt erstmal. Diese Dame, die wir hier liegen haben, das ist für mich die gereifte Dame. Diese Dame hat schon einiges erfahren. Aber sie blickt nüchtern und eher beobachtend auf das, was ist, um dann ihre Entscheidungen aus dem Herzen zu treffen und ihren Verstand mitzunehmen. Und hier sehen wir einfach, du bist noch ein bisschen am Sortieren, den gordischen Knoten, ne, die Turbulenzen der Vergangenheit hier am Lösen und am Sortieren, dass du einfach schauen kannst, okay, wo stehe ich denn jetzt und wie will ich für mich weitermachen? Wir sehen die Spiegelung von Spieglein, Spieglein auf den Bergkristall. Du erkennst hier, du blickst in den Spiegel, du schaust hier ganz nüchtern, mit offenem Herzen, mit klarem, wachen Verstand in den Spiegel und schaust, hey, ich habe hier jetzt echt ziemlich großen Druck standgehalten. Hier sind auch ein paar Dinge zu Bruch gegangen. Aber ich weiß, wie der Bergkristall, ich bin in der Lage, diese Brüche selbst zu heilen und damit in meiner Einzigartigkeit
zu erstrahlen und im Facettenreichtum zu leben. Und dazu sagst du definitiv ja. Ich nehme hier eine sehr positive Grundeinstellung von dir wahr, lieber Steinbock, aber du bist sehr reflektierend unterwegs, ne? So wie auch die umgekehrte 10 der Kelche. Das heißt nicht, dass diese emotionale Erfüllung hinter dir liegt, aber ich nehme dich so ein bisschen in dich gekehrt wahr, wo du eher so ein bisschen Resümee ziehst. Also ich glaube jetzt nicht, dass du im Juni hier auf 20 Festivals gehen wirst, sondern du wirst ein beschaulicheres Tempo an den Tag legen, ja? Und wir sehen hier mit dem Sarg und dem Brief, dass du hier einige oberflächliche Dinge transformieren wirst. Der Sarg heißt zum einen, also vielleicht stoppst du auch so oberflächliche Dinge, ja, wo so, ja, diese, keine Ahnung, oberflächliches Gedöns halt. Ja, das ist vielleicht was, mit dem kannst du gar nichts anfangen, weil du einfach in die Tiefe gehen willst, weil du hier auch in die Tiefe kommunizieren willst. Und das ist eben das, ne, was ich auch wieder so sehr erfüllend, aber so ein bisschen beständiger, ein bisschen langsamer vom Tempo, wo du einfach sagst, ja, ich mache das jetzt mal beschaulich, ich bin wie dieser Bär, ich nehme mir Zeit, ich entspanne mich, ich tanke auf und ich weiß, dass die Schöpfung gut für mich sorgt. Ja, die Bürden der Vergangenheit, die willst du hinter dir lassen, da kommt ein klares Nein. Und du willst hier mit der verdeckten Energie, Brunnen und Ring, du willst hier wirklich in eine runde Sache gehen, du willst in Beständigkeit gehen, in Verbundenheit und in die Wunscherfüllung. So, was ist denn hier noch der Tipp des Universums für die Steinböcke? Der Tipp des Universums. Da haben wir die Sonne von der Rückseite. Auch hier wieder, ne? Die Sonne von der Vorderseite. Sonne ist auf jeden Fall eine große Arkana. Und wir sehen hier mit der großen Arkana, dass es hier um Lebenskraft, um Geborgenheit, wie der Bär auch schon sagt, ja, und um ja, sonnige Zeiten geht. Und hier sehen wir aber eher, dass du wirklich in der Reinheit, in der Unschuldigkeit der Morgen- oder Abenddämmerung hier diese Lebenskraft genießen willst. Also auch hier nehme ich wieder eine beschaulichere Energie wahr. Es geht hier nicht um rauszugehen und Halligalli Drecksau festzumachen, sondern das ist eine sehr ruhige Energie für mich und das ist auch der Tipp des Universums, ja, diese Sicherheit in dir wieder zu erreichen, diese Reinheit, diese Lebenskraft in dir selbst zu spüren und das in einem wirklich moderaten Tempo, sage ich mal. Was ergänzt denn hier noch Erat Aliquando? Ja, wir haben wieder den Bären. Also hier geht es wirklich um Rückzug, um vielleicht auch die Süße des Lebens in der Ruhe zu genießen, in der Abgeschiedenheit zu genießen. Ja, hier mit dem Bären ist es schon wieder als Tipp des Universums. Auch wieder dieses, ja, ich nehme dich in einer sehr beschaulichen Energie wahr. Wir haben die Hohe Mauer. So, was haben wir noch? Wir haben das Vermissen, Wolkenkuckucksheim und das Haus aus Stein. Ja, also Spiegelung Bär auf Haus aus Stein, das ist wirklich dieses, ja, man zieht sich zurück auf sein Fundament, in seine Ruhe, in seine, ja, vielleicht auch in deinen Feel Good Place, ja, Kraftort, wie auch immer. Also hier wird wieder geschaut, dass man die Kraft in sich findet. So, also ein sehr reflektierender Monat, wo du wirklich auch in dich selbst zurückgehst. Du schaust mit dem Bären und dem Wind und dem Haus aus Stein, wirklich ziehst du dich in deine Höhle zurück, ja, in deinen Kraftort, wo du hier wieder in Ruhe verschnaufen kannst, dich entspannen kannst, auftanken kannst und weißt, dass das, was auf dich zukommt, dass das Leben hier gut für dich sorgt und du gut geführt bist. Wir sehen, du wirst mit der Hohen Mauer und Wolkenkuckucksheim, du wirst auch diese Illusionen, diese, ne, wir haben vorher schon die 7 der Kelche gehabt, also diese Qual der Wahl, diese vielen
Möglichkeiten, ja, da wirst du ein bisschen eine Bremse reinhauen, auch das ist der Tipp des Universums, dass du hier erstmal sagst, okay, bevor ich mich jetzt mit irgendwelchen Optionen, die ich habe, befasse, ja, ob jetzt Vision oder Illusion, das werde ich erstmal blockieren, denn ich habe im Endeffekt, ne, genau das, also, diese ganzen Illusionen, ja, die haben dich eben vermissen lassen, wenn ich jetzt diese drei Karten hier zusammennehme, dass du hier wirklich Ruhe und Erholungsphasen hast. Ja, das hast du vermisst und das spürst du auch jetzt erst, wo sich die Energie so wandelt, wie sehr dir vielleicht diese Beschaulichkeit, dieses gemächlichere Tempo gefehlt hat, dass du einfach die Zeit hast, auch mal, ja, einen Tag einfach nichts zu tun. Ja, und deine Kräfte aufzutanken und vielleicht auch wirklich mal die Füße hochzulegen und einfach zu genießen. Ja, also, wir sehen, es hat schon an dir genagt, dass du die Geschenke der Schöpfung in der letzten Zeit gar nicht so wahrnehmen konntest, weil du eben aus dieser gehängten Position hier erstmal bewegungsunfähig warst. Und du wirst jetzt hier als Tipp des Universums, dass du dir eben auch anschaust, ja, welche Überraschungen, welche Schöpfungsgeschenke hast du denn alle an dir vorüberziehen lassen, weil du eben so, ja, vielleicht auch eingebunden warst mit dem, was da eben in deinem Leben los war. Wenn du das hier wirklich diesen Monat Juni als so eine Art Verschnaufpause siehst, um wieder zu Kräften zu kommen, um zu erkennen, welche glücklichen Fügungen das Leben dir auch bringt, wie geht es dann weiter? Ja, wir sehen hier, du wirst hier Dinge, die dich eben nicht erfüllen, wo du bisher vielleicht eingebunden warst, aber die dich nicht erfüllt haben, die wirst du hinter dir lassen. Wir sehen, dass du dich sehr mit dem Netz deines Lebens befasst, dass du hier auch klare Lebensentscheidungen triffst, was mich nicht mehr erfüllt, werde ich hinter mir lassen. Das ist wie eine Entscheidung für dich selbst, damit du in deiner Kraft, in deiner Geborgenheit bleiben kannst. Ja, weil ich sehe dich schon so ein bisschen hier am Anfang der Legung als so ein Einzelkämpfer, der denkt, alles allein tun zu müssen und völlig bewegungsunfähig ist, weil er so viel um die Ohren hat, dass er gar nicht sieht, dass er gar nicht in der Lage ist, noch was anderes zu sehen. Ja, und hier kommt Hilfe, die dich wie Phönix aus der Asche erstehen lässt. Und da ist es eben jetzt erstmal an der Zeit, durchzuatmen, zu wissen, hey, im Endeffekt, ich bin gut aufgestellt mit der Königin der Münzen in meinem Feld. Ich habe auch erfüllende Verbindungen in meinem Leben, die mich tragen, die mich wirklich nähren. Ja, und so kann in aller Ruhe in der Morgen- oder Abenddämmerung dein Lebenslicht wieder richtig Fuß fassen und erstrahlen. So. Und welche Rune begleitet die Steinböcke im Juni? Welche Rune? Da habe ich sie. Und wir haben die Eivas. Die Eivas ist die Eibe. Die Eivas ist die Rune der Grenzüberschreitung. Diese Rune hilft dir, die Welten zu verbinden. Dieser Perspektivwechsel, das ist was Entscheidendes. Also wenn du so einen Gedanken hattest wie, ich muss mich um alles selbst kümmern, ich bin hier Einzelkämpfer. Ja, hier wird sich ein Perspektivwechsel ergeben und du wirst merken, du bist hier gut geerdet und gut gehimmelt und hier ist Verbundenheit auch da. Die Eivas ist die Rune der Seelenliebe, das ist der Weltenbaum, der sich hier auch zeigt. Hier kommt Stabilität, du hast hier schon den Baum der Welten, das ist auch der göttliche Schutz. Ja, wie der Bär sagt, das Leben bringt dir, was du brauchst und das wirst du mehr und mehr im Lauf des Junis für dich erkennen und erkennen, du bist gut getragen und du bist auch nicht allein auf weiter Flur, lieber Steinbock. Jo, das war eure Legung für den Juni. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder dieses Video teilt. Habt eine zauberhafte Zeit, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.